Ein herzliches Willkommen hier aus der Türkei, aus dem Istanbul-Park. Und heute aber doch ein Hotlap in einem etwas anderen Game. Abonniert gerne den Channel kostenlos, schaut auch gerne auf Instagram und auf TikTok vorbei. Und das hier ist die Strecke, der wunderschöne Istanbul-Park. Ich mag die Strecke, ist ziemlich cool und wir gehen mal auf die Stats ein. Es ist seit letztem Jahr, wäre es 10 Jahre gewesen, dass die Formel 1 das letzte Mal hier war, weil letztes Jahr war es ja auch der Notstopfen sozusagen. 2005 gab es das Debüt und dann wurde bis 2011 gefahren. Dann Marschall mit 3 Wins in Folge zwischen 2006 und 2008. Hatte er ziemlich gut rasiert. Eine Länge sind 5338 Meter. Und das ist halt eh eine Standardstrecke für Formel 1 Verhältnisse. Kurven sind 14, 6 rechts und 8 links. Also es ist eher linksbündiger und 58 Runden sind heute zu absolvieren. Ja, das DRS ist eigentlich... Genau, hier haben wir die DS-Zonen auf Start und Ziel und nach, also vor Kurve 11, dieser Knick ist, die DS-Zonen. Ich hätte eigentlich die ganze Länge genommen, aber das wäre dann wahrscheinlich zu OP geworden. Und hier haben wir nochmal die Strecke, ich hoffe, das ist hier nicht Copyright, 5,3 Kilometer, dann hier, das ist sozusagen die Strecke. Hier haben wir auch nochmal die DS-Zonen drin, der Knick und Start und Ziel, 40,8 Meter ist die Höhendistanz und hier sind wir nun in, ja, einen McLaren, ihr habt euch das gewünscht auf TikTok und wir sind hier unterwegs, das ist die Strecke, also, salala. Heute erwartet euch eine wunderbare Strecke, ich lag ein bisschen, aber nicht allzu viel und ich hoffe, das ist auch das letzte Mal, dass Änderungen im Kalender vorgenommen werden, weil Katar wird auch nochmal eine Sache, aber wir sind hier diese Woche in Istanbul. Erste Kurve sehr tricky, gestern mit den regnerischen Verhältnissen sind viele rausgekommen, ein paar Dreher gab es hier, auch eher innen am Körper bleiben, dann beim Rausbeschleunigen kann man auch ein bisschen den Körper mitnehmen. Kurve 2 ist auch ziemlich cool, die fährt man Vollgas rechts und dann hier ab der Kuppel, die wird alles Vollgas gefahren, also man merkt gar nicht, dass es eine Kurve ist. Und ja, wenn man dann hier auf der Kuppel oben ist, fängt man dann hier circa Hälfte vom Körb zum Bremsen an. Dann eher links am Körb entlang fahren. Also eher alles im Körb bündig bleiben. Ja, da rutscht man auch übelst herum. Und Kurve 4, genau, hier am Körb dranbleiben. Dann die Lenkung aufmachen, rechts auch innen am Körb bleiben. Den Scheitel ein bisschen hier verpasst. Und beim Rausbeschleunigen dann, das geht Vollgas, also hier noch ein bisschen lupfen vielleicht und dann geht das Ganze mit dem modernen Formel 1, das wird wahrscheinlich auch Vollgas gehen, ich rutsche hier noch ein bisschen und dann beim Rausbeschleunigen rechts nur die Track Limits beachten, hier wäre auch eine DS-Zone cool gewesen, gibt es leider keine, dann Kurve 7, die ist auch sehr, ja die geht bergauf leicht und das macht das Ganze ein bisschen tricky und ja, man kommt ja auch leicht ins Rutschen, also so, dann beim Rausbeschleunigen genau. Gut, eher außen bleiben, dann kannst du den ganzen Schwung für die mächtige Kurve 8, das Markenzeichen dieser Strecke, 4 Kurven in einer, die kannst du Vollgas fahren, wenn keine nassen Bedingungen sind und das ist einfach eine tolle Strecke, wirklich, also die Kurve ist das Beste überhaupt, das macht schon übel Spaß hier. So, beim Rausbeschleunigen auch rechts die Track Limits wieder beachten und dann geht schon, hier kannst du dich ransaugen am Team, am Gegner, wird aber dann ziemlich schwierig zu überholen. Dann hier innen bleiben, da gab es auch ein paar Dreher, ein paar rauskommen. Da haben sie auch extra Sausage Cups angebracht, dass man hier nicht abkürzen kann. Sehr, sehr tricky die Kurve auch, wirklich. Da hat es auch der Stappen unter anderem weggedreht. Also die Kurve hat es auch in sich. Ab hier gibt es dann das DRS und die Kurve 11 ist dieser ganz, das fährst du Vollgas, den Knick merkst du nicht mal. Und es geht schon in die letzte Kurve rein. In das letzte hier, in die letzte Schikane. Kurve 12 und 13, auch sehr, sehr tricky. Das Ort wird sehr, sehr leicht auf der Hinterachse bei den Kurven. Und hier innen bleiben, genau, und dann auch hier, da fährst du ganz links fast bis zur Boxeneinfahrt hin und dann geht's in Kurve 14. Eher innen bleiben, rechts waren noch die Track Limits eine Sache für George Russell, hat es dann gestern geheißen. Hier ist die Runde, aus für dich, aber das, ja, war's dann. So, das war eine Runde hier in Istanbul Park. Abonniert den Channel gerne, schaut gerne auf Instagram und TikTok, bis zum nächsten Mal, danke fürs Zugucken und ciao.